bin Karim Belarabi, ich bin in Berlin geboren, in Bremen groß geworden, bin 29 Jahre alt, habe zwei Schwestern und spiele seit 9 Jahren in Leverkusen und trage die Rückennummer 38. In Bremen, in der Karl-Lutzig-Straße, haben wir eigentlich jeden Tag Fußball gespielt. Das war so unser Käfig in Huchting. Das ist mein Freund Yusuf und ja, also ist so mein bester Freund. Hallo, ich heiße Yusuf Rafani, ich komme aus Braunschweig und ich kenne Karim schon, seitdem er nach Braunschweig gezogen ist in die A-Jugend. Und ich begleite ihn schon seine ganze Karriere lang, von Tag 1 bis jetzt. Das ist halt schon so eine kleine Seelenverwandtschaft, sage ich mal. Ne? Karim ist gekommen, der war auch direkt, sage ich mal, so, der war wie ich. Wir waren uns einfach gleich und das hat dann gepasst. Wir waren dann, das hat uns halt die ganzen Jahre dann immer mehr zusammengeschweißt. Ne? Ja, ich denke, dass wir auch wussten, auch, dass wir in diesem Leben, dass wir auch was erreichen wollen, dass wir was machen wollen. Wir wollten nicht einfach von Tag zu Tag leben, sondern wir haben schon früher gesagt, dass wir Ziele haben. Wir haben auch mal eine Krise gehabt. Das passiert auch in Freundschaften. Man kann nicht jeden Tag bester Freund sein. Wir haben uns vielleicht auch mal gestritten. Das ist ja auch wichtig bei einer Freundschaft, dass wenn man mal eine Krise hat, dass man zusammen groß wächst. Ich hatte ja damals die Möglichkeit, für Marokko zu spielen oder für Deutschland. Und da habe ich mir natürlich sehr viele Gedanken gemacht. Und ja, und dann habe ich mich am Ende für Deutschland entschieden. Aus den Gründen einfach, dass ich einfach mein Herz habe entscheiden lassen. Obwohl ich Marokko genauso wie Deutschland auch genauso liebe. Ich bin in Berlin geboren. Und mit 3 bin ich dann rübergezogen nach Bremen. Ja, ich bin mit meiner Mutter dann allein in Bremen gewesen, wo sie dann aber auch meinen Stiefvater kennengelernt hat, der mir da auch viel geholfen hat, weil mein Vater sehr früh verstorben ist. Ja, mein Stiefvater ist immer noch da und ja, wir haben ein sehr gutes, lustiges Verhältnis. Ich bin auch hier in Deutschland geboren. Meine Eltern sind Kurden und die sind damals hierher geflüchtet, bevor ich geboren wurde. Ja, mein Vater kommt ja aus Marokko, aus Casablanca und da bin ich noch ab und zu Besuch. Also habe ich noch ein gutes Verhältnis zu meiner Familie in Marokko auch. Und mein Stiefvater kommt aus Ghana und ja, bin ja mit ihm sozusagen auch groß geworden. Deswegen war ich schon 6-mal dort in Ghana, Accra. Aber trotzdem ist natürlich, sind meine Gedanken natürlich auch immer da, dass mein Wunsch wäre, dass mein Vater jetzt natürlich alles miterlebt hätte.